runden Strategen aufgepasst. Mit einem von 5 Staaten machen wir uns in Storm Frontline Nations daran, zur neuen Supermacht eines zerrütteten Europa aufzusteigen. Denn eine anhaltende Wirtschaftskrise und schwindende Rohstoffvorkommen provozieren Konflikte, aus denen wir selbstredend als Gewinner hervorgehen wollen. Momentan navigieren wir durch die Strategieübersicht der Kampagne, sozusagen der Managementbereich von Frontline Nations. In diesem Modus rekrutieren wir neue Einheiten, derer gibt es 20 in den Kategorien Boden, Luft und Wasser, oder forschen nach neuen Waffentechnologien. Im Diplomatie-Menü können wir außerdem Allianzen schließen, Drohungen aussprechen oder eben gleich den Krieg erklären. Gerade befinden wir uns im Clinch mit den Niederlanden, deshalb wählen wir auch gleich unseren Helikopter aus und bewegen ihn aus der Hauptstadt näher an die Grenze. Und wenn wir gerade sowieso schon dabei sind, dann schippert unsere halbe Flotte ebenfalls in niederländisches Küstengewässer. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum wir nicht direkt angreifen und die feindlichen Seebasen in Schutt und Asche legen, dann liegt das daran, dass wir im Strategiemodus zunächst nur mit Flugzeugen Bombardements durchführen können oder in der Lage sind, Sabotage zu betreiben. Gekämpft wird später. Beenden wir unseren Zug, rödelt der PC nacheinander alle KI-Nationen durch und teilt uns dann die wichtigsten Geschehnisse in Infofenstern mit. Die Schweiz fordert von uns, dass wir Truppen in Krisengebiete entsenden. Pah, Krisengebiete, genau das wollen wir doch, die anderen Nationen in die Krise stürzen. Ganz beiläufig erklärt uns Belgien neben den Niederländern ebenfalls den Krieg. Waschechte Rundenstrategieschlachten finden nur im sogenannten Taktikmodus statt. In den schaltet Storm Frontline Nations jedes Mal, wenn wir in einen Sektor einmarschieren. Hier hat unsere Infanterie schon den ersten Flaggenpunkt erobert. Währenddessen befehlen wir unserer Artillerie, ein verdächtiges Wäldchen zu befeuern, und unser Panzer soll weiter vorrücken. Ein Klick und schon setzen die Einheiten unsere Befehle in die Tat um. Schade. In dem Wald hatte sich wohl niemand versteckt. Allerdings hat unser Panzer direkt dahinter eine Infanterieeinheit ausgemacht. Ein Dutzend Runden später ist von der feindlichen Streitmacht nichts mehr übrig. In einem schmucklosen Fenster werden uns noch einmal die Fakten zum Schlachtenausgang präsentiert. Wir haben zwar gewonnen, aber herbe Verluste eingesteckt. Grafisch macht Storm Frontline Nations einen guten Eindruck, reicht allerdings nicht an Genregrößen wie Civilizations 5 heran. Dafür wirkt die Optik zu arg angestaubt. Weder die Wetter noch die Kampfeffekte reißen uns vom Hocker. Das Menü wirkt erfreulich aufgeräumt und übersichtlich, so dass sich auch Einsteiger schnell zurechtfinden sollten. Die Komplexität eines Hearts of Iron wird Storm Frontline Nations definitiv nicht bieten. Wer das allerdings verschmerzen kann, sollte sich den Mai diesen Jahres merken, denn dann erscheint das Spiel voraussichtlich.